So, ihr könnt das ja sehen hier. Wir haben ein bisschen, wie gesagt, war immer dasselbe. Aber wir haben jetzt hier schon ein bisschen was gemacht. Was? Ja? Einiges getan, sag ich. Absolut. Ja, wir sind noch ein bisschen hochgegangen. Ne? Aber das war immer dasselbe. Hier die Dinger gießen und wieder gießen und das wieder machen. Und das habt ihr ja alle schon mal gesehen, das kennt ihr ja. Aber jetzt kommt was, was wir noch nie hatten. Und zwar wird der Altbau des Museums mit dem Neubau verbunden. Und zwar über eine Brücke wahrscheinlich. Da oben seht ihr ja, da wo die Plane wackelt. Da wird wohl so ähnlich wie bei Miniatur Wunderland, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Mhm. Da kommt dann bestimmt so eine Brücke rüber. Und wir warten jetzt mal ab, weil die Chefin wird jetzt mal eben die Metallteile hier rübersetzen. Wie beim Miniatur Wunderland mit dem Riesenkran, aber da gab es einen Mobilkran. Das waren zwei Riesenkrane. Ja, die waren aufgebaut, ja. Die haben die Glasbrücke dann. Ja, richtig, genau. Und da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich muss da mal wieder hin, glaube ich. Aber was sie jetzt da machen, ne? Hm? Ist gar nicht nötig, ne? Die müssen Betonteile setzen. Träger platzieren, Stahlträger steht bei mir. 2 von 2. Gehen doch schon. Hä? Die haben sie schon dahingestellt. Nein, Träger platzieren, Stahlträger. Das sind Stahlträger, die jetzt da drauf gesetzt werden. Also bei mir steht. Nee. Bei mir steht Fertigtreppen platzieren und Pfeiler. Ist schon fertig. Und Pfeiler platzieren. Die kommen hier, die müssen hier hin. Genau. Da wo die Betonpumpe steht. Da nein, müssen nein, 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 alles gut. Wird aber blau angezeigt da unten. Ja, sicher. Das sind die Betonteile, die hier. Hier, zack. Nummer 1. Ja, aber das wird doch gar nicht gezählt. Das wird uns ja nicht angezeigt. Was wird ihnen angezeigt? Träger platzieren, Stahlträger 1 von 2. Jetzt kommt der zweite. Das wird uns nicht angezeigt. Nee. Also, was haben wir gesagt? Das wird uns gar nicht angezeigt. Ja, bleibt mal drin. Ihr seht ja, deine Zuschauer sehen ja auch. Dann müssen wir das gleich synchronisieren. Ja, dann gehe ich mal dahin. Aber wahrscheinlich wird das wohl dann nicht funktionieren mehr. Aber egal. So. Da ist der erste Träger. Außerdem hängt in der Luft, ne? Gigi, siehst du das auch? Mhm. Ja. Aber mal so richtig in der Luft. Ich kann dir auch sagen, warum, weil sie den wahrscheinlich falsch gesetzt hat. Ne, doch nicht. Geht ja gar nicht. Also der hängt voll in der Luft, Chefin. Ja. Also ja, das ist irgendwie, irgendwas läuft da falsch. Also bei mir nicht. Ja, gut, aber das wird ihn. Ich zeichne jetzt mal. Wir machen das immer so, dann zeigen wir immer, was Fehler, was falsch, was nicht falsch ist. So. Mal ein Foto. Ja, habe ich schon gemacht. Einmal in eine Gruppe gucken, Chefin, dann sehen Sie das. Weil uns wird das nicht angezeigt. Da werden Fertigbetonteile angezeigt. Und zwar eins. Geil. Hm. Und ich habe auch wieder unten rechts. Wieder die gelbe Lampe an. Ah. Ja, die habe ich auch. Bei mir geht sogar ab und zu nach rot über. Ja, also ist halt mit der Synchronisation nicht mehr so gegeben gerade. So, bei mir ist jetzt soweit fertig. Jetzt stehen sie fest. Ja, und jetzt, genau, jetzt werden sie auch angezeigt. Fertigwand, Element, Beton. Und jetzt stehen wir bei mir wieder Träger platzieren. Genau. Diese die schon du es gerade gesetzt hast, die werden mir jetzt angezeigt. Ja. Okay, und jetzt muss ich hier wieder 2 Aufzugsschächte machen. Nö. Ist die Chefin ja schon einen Schritt weiter als wir. Ja. Weil jetzt würde mich mal interessieren, wenn du dich in den Kran setzt, was dann ja, mache ich jetzt mal. Ja, mache ich mal. Kommen Sie mal raus da. Ja. Ich gehe mal da rein. Weil die Dinger stehen ja hier. So. Die werden mir angezeigt. Aber das war's aber auch schon. Mir werden Sachen angezeigt. Inchi, komm mal rein. Dann siehst du das. Ich gehe raus. Und du komm mal rein. Guck dir das an. Jo. Ja, mir werden die Träger angezeigt, dass ich sie da wegheben soll. Warte mal. Ja, hier an der Seite, wo das Ding steht, hier werden die Sachen angezeigt, die du anleihen sollst oder ankranen sollst. Keine Ahnung. Und aber irgendwas ist da jetzt schief gelaufen. Aber ihr seht das, Leute. Ja? Ja, es würde mich mal interessieren. Es würde mich mal interessieren, wenn er die jetzt reinsetzt, was bei euch dann passiert. Ja, was soll er denn reinsetzen? Ja, diese. Er kann die ja gar nicht annehmen. Kann die gar nicht anleihen. Wieso nicht? Nee, weil die schon gesetzt sind.
Nein, ich rede von den Betonteilen, die hier neben dem Kran stehen. Das ist die Aufgabe jetzt. Also passen Sie auf. Ich schicke jetzt nochmal in eine Gruppe, damit Sie das sehen, was wir jetzt angezeigt kriegen. Ich glaube, das ist beim Finchi und mir genau dasselbe. Genau, ich habe drei Sachen angezeigt. So, und die kannst du annehmen und jetzt musst du die setzen. So, und wenn du die jetzt gesetzt hast, was dann passiert bei dir? Würde mich mal interessieren. Das müssen wir uns mal genau angucken. Also ist schon komisch. Eigentlich sollte das nicht so sein. Und ich war gerade so stolz, dass das alles so gut läuft. Aber das war wohl irgendwie ein Griff in die Hose gerade. Zu früh gefreut. Ja. Viel zu früh gefreut. War wohl doch nicht so gut. Gehen wir hier nochmal die Treppe hoch. Ja, eins von zwei steht. Ja. Das ist wohl korrekt. Aber trotzdem, ne, Chefin, wenn Sie auf Ihr Handy gucken, sehen Sie das. Was uns angezeigt wird. Die beiden Stahlträger haben Sie schon längst gemacht? Ja, stimmt. Ja. Die werden uns aber angezeigt, als müssten die noch gemacht werden. Das verstehen wir irgendwie nicht. Ja. Ja, bei uns sieht das so aus. Ich schicke noch eins. Bei uns wird uns das so angezeigt. Das, was sie gerade gemacht haben, wird uns jetzt so angezeigt. Obwohl sie den ja schon gesetzt haben. Ne? Ja. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Jetzt steht bei mir Deckenelemente und Bewegungsgitter. Ja, das haben wir jetzt auch. Okay. Ja, nur die beiden, die kriegen wir nicht weg, die bleiben stehen. Ja, da steht immer noch Träger. Ah, okay. Ja, dann haben wir wohl wieder ein kleines Synchronisationsproblem, liebes. Ja, weil auch die ganze Zeit wird mir gelb angezeigt unten. Ja, mir auch. Und da denke ich mal, dass wir da wohl eine Pause machen müssen, Chefin. Ja, die machen wir auch gleich. Damit wir das irgendwie geregelt kriegen hier. Wenn wir den Arbeitsschritt fertig haben, machen wir die. Naja, wir ziehen das jetzt noch eben durch ein bisschen. Aber Leute, ihr seht's, auch hier die Bewegungen, die sind nicht mehr so, wie sie waren. Das ist ganz schön eierig gerade. Ja. Ach so, das seh ich ja nicht, okay. Oh, wenn wir Glück haben, wird das irgendwann wieder, wenn wir rausgehen kurz und wieder rein, müsste das wieder funktionieren eigentlich. Wo sind die Deckenelemente? Ach, die liegen da. Die liegen auch da in dem Dings. Welcher Punkt ist jetzt der richtige, wenn ich nehmen muss? Ja, hier, die liegen hier. Hier, ja, das sind die Deckenelemente hier. Ja. Hier. Ah ja. Gut. Genau. Oh! Oi! In den Arsch! Jetzt musst du mal einen geben, ja, aber war er zu nett zu dir, oder? Ja, dann kannst du, mich auch lieber fragen, ey. Ey, Mietje, habt ihr gesehen? Mit den Stahlstiften in den Hintern. Ich glaube, der Träger hat noch einen Abdruck hinterlassen. Ja, der hat jetzt eine braune Masse. Oh. Ja, kann passieren. War ja von Finchi liebevoll gemeint. Ja. Einen schönen Gruß, ne? Genau. Hi, wo bist du denn? Hier. Fertig. Wo bist du denn? Ja, wirst du gleich merken. Ja, genau. Wie weit bist du schon? Ja, warte. Ja. Merkst du gleich. Hallo, Leute. Komm mal wieder hier zurück hier. Wie zurück? Ich bin doch hier. Herr Hoxton. Was? Sie und Ihre Marille, jetzt hören Sie mal auf. Ich habe doch gar nichts getrunken. Ja. Kann das sein, Chefin, dass Sie ein bisschen neidisch sind? Möchten Sie auch mal Marille? Nein. Warum denn nicht? Ich meine, Sie müssen nicht immer Shampoos saufen. Was machen Sie denn da? Ich will auch mal hüpfen hier. Ich will hier oben rauf. Lassen Sie mich jetzt da oben rauf. Ich komme da nicht rauf. Können das nur Gelbwesten oder was? Da. Sagen Sie nicht nochmal... Ich habe gar nichts gesagt.
will sie runterschuppen. Hauen sie ab. Gehen sie weg. Kann doch niemand mehr springen. Stampfen. Ui! Naja, ist sowieso. Stampfen. Naja, das können sie am besten, ne? Machen sie da. Ui! Was wird der letzte gesetzt? Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und runter. Was müssen wir jetzt machen? Was? Ich sehe hier nichts. Ich muss Deckenelemente. Muss mal in den LKW. Es müssen die Elefanten gemacht werden. Soll ich das machen, Finchi, oder willst du? Ah, der ja, Finchi, komm. Der ist doch gerade im Flow. Na gut. Was für ein Flow? Ich kann das auch machen. Du musst das nicht machen, das kann ich auch machen. Ja, der muss ja gleich wieder gießen, ne? Ja. Ja, eben, dann lass mich das machen. Ja, warte, dann setze ich den ein eben. Ja. Und dann gehe ich mal wieder oben in das Clan-Teil. Also, wie gesagt, das mit den Stahlträgern, ich denke, dass sie das nachher erledigt hat, wenn wir wieder reinkommen. Ich kann ja schon mal umsetzen. Lass den Teil da stehen, Mann. Obwohl, wir wissen ja gar nicht, wo, ne? Die dürfen gar nicht mit so einem Ding fahren. Was? Nein, sie dürfen nicht. Ich darf alles fahren. Die dürfen gar nichts. Stimmt, wir müssen ja gar nicht was gegossen. Ui, 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 ui. Oh, oh, oh! Ach, du Scheiße. Oh, Leute. Oh je. Leute. Ihr seht das, ihr seht das. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, das Video, ich glaube, wir beenden das mal. Das war... Nee, wir lassen das weiterlaufen. Echt? Warum das denn? Ja, wir lassen das weiterlaufen. Ganz einfach. Ach, du Kacke. Wir gucken mal, was passiert, ob wir jetzt überhaupt noch Teile bekommen. Aber ich habe die jetzt mal gedreht, Finchi. Mhm. Soweit, ich versuche die jetzt mal zu drehen, damit du die aufnehmen Also ich habe gerade die Meldung gekriegt, ein Teil ist für dich nicht mehr erreichbar, aber... Ja, heidenei, ey. Guck mal, was du nehmen kannst hier. Die sind alle weggeflogen. Habt ihr das gesehen? Mhm. Zum Glück war ich hier im LKW drin. Da konnte man das richtig gut sehen. Kommst du da dran? Ja, den hat er. Alter Schwede, ey. Musst du die alle umdrehen? Du bist stark. Ja, kann ich ja hier. Pass auf. Zack. Pass auf hier. Walker. Oh. Ja, aufpassen, aufpassen. Ja, gucken Sie hin, Chefin. Guck dir den Mann an. Wo? Mal eben so aus dem Außen Handgelenk, mal eben gedreht. Ja, aber die da draußen liegt nicht, ne? Die hier? Da hören Sie mal zu. Passen Sie mal auf jetzt. Weil die sollte der Finch als erstes nehmen, damit Passen Sie auf hier. Zeig Ihnen das jetzt. Ja. Gucken Sie genau hin. Boah. Zack. Haben Sie das gesehen? Boah. Unfassbar. Ja. Das kann er. Da sind ja noch zwei. Das kann er. Hier ist ja noch eine. Und passen Sie auf, 1, 2, 3, zack, und noch eine. Hier, da, komm her, ich dreh dich jetzt mal rum hier, du, wie ein Kotelett, zack. Fertig, alle gedreht. Oh, wir haben schon die Brücke zum anderen Gebäude fertig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich habe gedacht, da kommt ein Zylinder rein oder so. Was für ein Zylinder? Ja, so ein Glaskasten oder sowas, der dann nur aufgelegt wird, weißt du. Wieso ist sie schon fertig? Ach so, das sind die Betonteile, ne? Mhm. Ja, da wird aber noch eine Mauer dran gezogen. Also bei mir ist das immer noch so. Naja, wir müssen gucken. Also, ihr habt's gesehen, ne? Das Spiel ist mal wieder ein bisschen... Das dreht wieder ein bisschen am Rad. Genau. Weil, wie gesagt, ich immer noch die Verbindungsdings in Gelb habe. Ja, ich auch. Und deswegen... Und was haben Sie, Chefin? Ich habe nur Deckenelement Beton. Unten rechts. Ich habe Grün. Ja, daran liegt's. Also müssen wir gleich wirklich noch einmal raus und mal schauen. Ich bin sofort wieder da, meine Damen und Herren. Nee, doch nicht, ich bleib hier. Scherz. Ja, das ist natürlich doof, ne? Mhm. Irgendwo sehr ärgerlich, muss ich sagen. Ja. Weil das hatten wir ja schon lange nicht mehr, dass hier die Betonplatten durch die Gegend fliegen, ne? Das stimmt. Finchi, soll ich jetzt machen? Ja, komm her. Ja, komm ran her. Und dann kannst du gleich in Ruhe... Hier liegt ja auch noch eine, ja.
Scheiße. Alter. Baumaterial aufrichten. Da ist ja wohl der Brüller jetzt, ne? Ja. Da hinten wird mal eine grün angezeigt. Ja, genau. Da liegen noch mehr. Es sind insgesamt 14 Platten, die wir da ersetzen müssen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber 14 Stück. Die wird mir hier in grün angezeigt, die hier liegt, die da. Mein Problem ist einfach, dass das hier, dass es irgendwas macht, was es nicht soll. Ja, ja. Und das ärgert mich gerade. Ja, jetzt habe ich sogar rot. Echt? Mhm. Ja, bei mir ist noch ein bisschen grün. Deswegen werde ich dann alles ein bisschen beschleunigen hier, bevor wir da rausfliegen. Das sieht schon toll aus, also. Puh. Ja. Mit den ganzen Säulen, ich meine, die haben wir ja hier noch gar nicht gesetzt, ne? Boah. Krasser Eingang, also ich denke mal, der Eingang wird ja von hier vorne sein. Ach, guck mal, hier ist sogar schon ein Blumenkübel. Au, wow, 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 wow. Also hier ist der Eingang, geil. Ja, und dieses Museum... Die Chefin ist da schwer begeistert, weißt du, wir ärgern uns hier, dass die Platten hier gegenfliegen. Ja. Die dreht hier völlig am Rand, ey. Oh, wie schön das doch alles aussieht, oder? Oh, guck mal, toll, oder? Oh, boah, ja, ja, cool, kauf ich auch. Und, ah. Und wir denken hier, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, noch liegen sie ja hier, ne? Das kostet uns ja kein Geld. Man muss immer finanziell denken. Ah ja. Aber ich würde mal gerne auf, so auf das Dach mitfahren und dann vielleicht in den Eingang rein da oben. Sagen Sie mal, dass Sie nicht überall rein wollen, ne? Ja, unfassbar. So, ich suche noch irgendwie eine Platte. Wo ist denn hier eine? Ja, wo ich stehe. Da ist noch eine, die liegt hier doof rum. Hm. Kommen Sie mal ein bisschen in die Mitte, genau. Meinen Sie, ich bin so schwer, dass das einen Unterschied macht? Na, aber sowas von. Hab ich ja gerade gemerkt, der kam ja kaum in der Höhe. Also wirklich. War ja gar nicht möglich, ey. War ja schon eine Mücke. Eine Mücke. Eine Mücke. Ich gehe nicht da oben hin, Herr Finch. Da ist eine Mücke. Gehen Sie mal nach oben. Gehen mal nach oben. Lassen Sie sich mal nach oben heben. Aber da oben sind Mücken. Die surren um meinen Kopf, dann kann ich nicht. Dann macht mich kirre. Finch, komm her. Komm auf die letzte Platte hier. Damit ich da zumindest... Moment. Damit ich da rankomme. Da steht doch schon, der Finch hier. Nee, ich will hier ja die auf letzte, die hier, Herr Finch. Ich will ja die hier haben. Die will er haben, die hier. Genau, damit die wegkommen. Also wenn da eine Mücke ist, dann bin ich weg. Alright. Ja, Moment, ich stehe nicht drauf. Ich bin runtergeflogen. So, jetzt. Ja, ist so schwer, wissen Sie. Nee, da hat, glaube ich, mit dem Finch nichts zu tun. Das sind, glaube ich, ganz andere Oh, ich werde mal ein bisschen schwenken hier. Ja, und hier kommt jetzt der Anbau. Das ist cool, oder? Ja, genau. Aber, und uns werden die beiden Dinger mir noch angezeigt, ne? Ja, die beiden Stahlträger und die Fertigteil-Elemente. Aber ich denke mal, das wird wohl wirklich daran liegen, wenn wir das gleich... Ja. Wenn wir einmal raus sind und wieder reinkommen, dann müsste das eigentlich in Ordnung sein. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber schon cool, ne? Ich meine, normalerweise würden wir hier gar nicht drauf kommen auf das Gerüst. Stellt mal vor, wir müssten das Gerüst hier auch noch bauen. Das wäre ja wohl der Wahnsinn, oder? Das war ja damals ihr Wunsch, ne? Ja, so Gerüstbau, ne? So Gerüstbau, haben sie ja gesagt. Mhm. Ne? Und Kanal und was sie nicht alles wollen. U-Bahn-Schächte, ja genau. Bohrarbeit. Aber das hat ja,
Das hat ja nicht mit wirklichem Bau, sondern das ist ja Tiefbau. Mhm. Ja, Tunnelbau. Den machen wir ja gar nicht. Naja, gut, aber es gibt ja auch viel. Wir könnten das ja auch erweitern, ne? Als DLC oder irgendwie sowas. Ja, zum Beispiel, aber dann müssten sie das ganze Spiel ja umschreiben. Ja, das stimmt. Es sei denn, das wurde schon berücksichtigt und kommt als DLC. Das wäre natürlich cool. Ja, das hätte was. Wenn wir auf die Karte gucken. Aber wollen sie denn da als Tiefbau machen? Tja. Weiß nicht, ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. Was kann man machen, wenn es möglich wäre? Aber wir haben ja gar nicht die Gerätschaften dafür. Da müsste man ja noch einen Tunnelbau gerät. Also, kannst du da auch als DLC kaufen? Tunnelbohrer. Bohrer! So ein 9 ja, mm Bohrer. So eine Hilti da. So eine. Ein paar Löcks, genau. Oh, eine Platte liegt da, wo ich nicht rankomme. Das ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Die kann ich noch nehmen. Das ist noch in Ordnung. Da komme ich noch ran. Wird halt ein bisschen länger, das Video. Aber es ist nicht so schlimm. Glaube ich. Irgendwie komme ich da nicht dran. Warum nicht? So, hoch. Wie hoch? Komm da irgendwo. Ich muss jetzt irgendwie schwenken. Nee, das ist falsch. Falsch geschwenkt. So. Ah. Liegt denn die andere Platte überhaupt? Ja. Ja, die liegt hier vorne. Weiß jetzt nicht, ob ich da dran komme. Kommst an alle Platten dran. Wenn wir das dann fertig haben, Leute, dann machen wir Häuschen-Chefin, oder? Mhm. Ja, ist ja auch schon wieder 18 Uhr, ne? Ja, ja, genau. So, jetzt kommt die letzte Platte. Da haben wir den Bau ja auch. So, die liegt jetzt hier, ne? Genau. Ich muss mal gucken, genau. So. Hier rüber und jetzt zurück. Was ist denn da los bei Ihnen, Herr Finch? Sind Sie zu schwer? Kommen Sie nicht hoch oder was? Es gibt da auf. Springt da rum, ey. Springt noch da rum. Fragen? Noch Fragen? Ja, genau. Hau dir die Schnauze, die Doofe. Ehrlich. Gibt's doch wohl nicht. Ja, genau. Oh, weißt du, Frikadella sagt das, weißt du? Glaubt das Vorsicht nicht, da oben! Glaubt das nicht, was? Frikadella. Ja? Ja? Oh, letzte Platte! Jo, hat er geschafft! Bitte. Ich glaub das. Ach Gott. Ja, die letzte Platte. So, ich komme mal runter hier. Ja, ich bin hier. Hallo. Sehen mich. Ja, da bin ich. So. So, Kinders, ihr habt's gesehen. Also, Finchi und ich, wir sehen da immer noch da die blauen Dinger da hinten. Seht ihr ja da? Ne? Die Träger. Und ich hoffe, dass das gleich weg ist. Ja, gut. Aber werden wir sehen. Feierabend. Also, Kinders, wir sehen uns. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.